Ein, zwei Leute haben mich gebeten, doch mal ein Tutorial zu machen, wie man den Kanal auf YouTube sichtbar macht bzw. wie man ihn in der YouTube-Suche finden kann. Deshalb möchte ich euch gerne erklären, wie auch ihr euren YouTube-Kanal oder den von Freunden jederzeit finden solltet. Da YouTube ja seit neuestem die Möglichkeit gegeben hat, den Nutzernamen zu ändern, ist dies wohl ein sehr häufiger Fehler geworden. Wenn ihr Probleme habt, den von euch geänderten Namen zu finden, probiert es mit eurem eigentlichen Anmeldenamen. Ich zum Beispiel habe mich in Chris umbenannt und kann mich durch den Namen nicht finden. Erst mit meinem Anmeldenamen Lucky Games Chris kann ich meinen Kanal finden. Um ganz sicher zu gehen, dass ihr euren Kanal findet, stellt den Filter für die Suche auf Kanal um. Dadurch werden euch alle Kanäle mit diesem Suchbegriff angezeigt. Natürlich wieder nach dem typischen YouTube-Algorithmus. Wenn ihr bis hier keine Formfehler gemacht habt und euer Kanal immer noch nicht zu finden ist, sollte euch gesagt sein, dass euer Kanal eine gewisse Aktivität durchaus benötigt. Damit meine ich, dass ihr zum Beispiel ein paar Videos habt, ein Profilbild, vielleicht ein paar Links oder etwas in der Kanalbeschreibung. Dadurch kann YouTube euch nämlich schneller finden. Damit YouTube euch noch besser einbinden kann, solltet ihr am besten Stichwörter für euren Kanal erstellen. Dafür geht ihr auf eure Kanalseite in euren Videomanager, dann auf Kanal und dort klickt ihr auf Erweitert. Trennt eure Stichwörter am besten mit einem Leerzeichen. Wenn ihr bereits aktiv seid und euer Kanal immer noch nicht sichtbar ist, liegt das an YouTube. Ein neu erstellter Kanal braucht seine Zeit, bis er komplett in die Website eingebunden ist. Und da es unzählig viele Kanäle gibt, kommt es durchaus vor, dass YouTube da ein bisschen braucht. Das ist durchaus normal. Wartet einfach ab und sendet bis dahin einfach jedem eurer Freunde 1000 Mal am Tag euren Kanal und eure neuesten Videos, damit sie auch ja nichts verpassen. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video helfen. Wenn ihr noch Fragen zu diesem Thema habt, dann schreibt sie in die Kommentare. Sollte YouTube euch noch mehr Fragen offen halten, fühlt euch jederzeit frei, mir ein bestimmtes Thema vorzuschlagen und ich werde mal schauen, ob sich das nicht mal machen lässt. Mich persönlich würde es freuen, wenn ihr dieses Video positiv bewertet oder euren Freunden von dieser glorreichen Entdeckung erzählen würdet. Per Mail-Videos klickt euch doch mal durch meinen Kanal. Auch wenn ich sehr unregelmäßig uploade, könnt ihr euch ja durchaus was interessieren. Ansonsten könnt ihr gerne auch bei meinem Twitter- oder Instagram-Account vorbeischauen. Bis dahin, ciao Leute!